Diabetes-Diät. Diabetes-Diät ist eine Ernährung, die dem Diabetes gerecht wird. Diabetes-Diät heißt insbesondere, dass man darauf achtet, dass man auf Normalgewicht kommt. Die meisten Diabetiker haben ein Übergewicht. Jemand, der Diabetes hat, sollte eine Ernährung haben, dass er abnimmt, dass er also zum Normalgewicht kommt. Zum Zweiten sollte die Diabetes-Diät einen hohen Anteil haben an Hülsenfrüchten, Gemüsen und Salaten. Sie sollte nicht zu viel Kohlenhydrate haben. Es ist besser, mehrfach Zucker zu haben, also Vollkornprodukte. Und ein Diabetiker sollte auf Weißzucker, also Zucker und Weißmehle verzichten. Diabetes-Diät würde idealerweise auch auf alle tierischen Produkte verzichten. Man weiß noch nicht genau warum, aber es gibt einige empirische Studien, die zeigen, dass Veganer erheblich weniger zu Diabetes neigen als Fleischesser. Bei der Behandlung von Diabetes, insbesondere vom Typ 2, ist aber nicht nur die Ernährung wichtig, mindestens genauso wichtig ist die körperliche Betätigung. Man sollte mindestens 5, besser 6 oder 7 Mal die Woche 30 bis 40 Minuten Konditionstraining machen im Sinne von Ausdauertraining und auch ansonsten körperlich aktiv sein. Man weiß auch aus empirischen Studien, dass Yoga-Übungen, Asanas und Pranayama und Sonnengruß zusätzlich zur körperlichen Betätigung und zur Ernährung einen positiven Effekt hat, dass Diabetes unter Kontrolle gebracht werden kann. Wenn du also eine Neigung zu Diabetes hast, insbesondere Diabetes vom Typ 2, dann wäre es wichtig, dass du deinen Lebensstil gesund hältst und dass du eine sehr gesunde Ernährung hast, nicht zu viel Gewicht hast, Yoga übst und Ausdauertraining übst.